wohin immer der Feind vordringt. Es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Das ist das Todesurteil für das deutsche Volk. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören, würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Mit diesem Befehl rauben Sie dem Volk jegliche Überlebenschance. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Замечательно. Что такое? Товарищ генерал, немецкая делегация прибыла. Что, уже? Они в прихожей. Товарищ полковник, я не знаю... Пусть господа немного подождут. Посмотри там в шкафу. Есть. Товарищ, со мной. Товарищ, одевайте. Майк, идите себе так, как будто вы мой штаб. Пусть он, товарищ, одевайтесь. Давайте же! Думай! Молчок. Простите! Мы знакомы. Мы несколько раз виделись в Крыме до войны. Я был тогда атташе немецкого дипломатического корпуса. Господин генерал, какие известия? Я сообщаю вам, что Адольф Гитлер и его жена покончили с собой. Нам это известно. Это невероятно. Я уполномочен правительством вступить с вами в переговоры. Подобной ситуации. Такова моя задача. Тогда доложите вашему новому правительству следующее. Берлин должен безоговорочно капитулировать. Все капитулирующие должны сложить оружие. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Malsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge, Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan, von darin alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert.